Hallo ihr Lieben, willkommen im Würfel und Zucker. Hallo. Hallo. Ich habe mich vermehrt, ich habe jetzt noch einen Herrn dazu, ich bin so ein bisschen die Hände im Korb. Das ist Peter Eggert. Eventuell habt ihr schon das andere Video geguckt. Das ist Sebastian Freudenberg und Christoph Kanzler. Falls ihr das andere Video noch nicht geguckt habt, da gibt es ganz viel Hintergrundinformationen zu dem Spiel, was wir jetzt vorstellen. Also so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen? Wer sind die ganzen Herren überhaupt? Und so weiter und so fort. Aber Peter, dich hatten wir im letzten Video noch nicht. Deswegen darfst du jetzt auch ein bisschen zu Wort kommen. Du bist irgendwann über Karolingi gestolpert. Wie ist das passiert? Ja, der Christoph kam mal zu mir und sagte, er hätte da so ein Spiel und das ist schon ganz gut. Aber er macht ja mehr so einfache Spiele, Kinderspiele, Partyspiele und das wäre doch ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Und da habe ich drauf geguckt und gesagt, ja, so kann man es nicht machen. Aber die Grundidee ist gut. Mhm. Da muss man aber noch mehr dran arbeiten. Mhm. Und du warst aber sofort irgendwie schon, also du hast ja schon durchgeboxt, das Spiel, ne? Also es war schon so, es hat dich auch sehr berührt. Also wenn dich ein Spiel berührt, dann machst du das ja irgendwie auch oder machst es möglich, dass irgendjemand das macht. Und dieses Spiel hat dich offensichtlich sehr berührt. Ja, das hat mich im Nachhinein auch daran erinnert an mein erstes Spiel. Oh. War halt ein Trabrennspiel und ich habe all meine Erfahrungen aus dem Trabrennsport in dieses Spiel reingesteckt. Und wollte keiner machen, habe ich auch gesagt, schöne Scheiße, dann machst du das halt selber. Ne? War auch relativ schnell ausverkauft, war aber auch noch 150er Auflage. Aber das ist gut, bei Karolingi machen wir mehr. Ja. Okay. Da sind wir schon sicher. Alles klar, super gut. Ja, und dann hattet ihr euch irgendwann, hast du dann gesagt, okay, mache ich. Also es ist jetzt so in so einem Status, wo ich das verantworten kann, aber ich stehe dafür mit meinem guten Namen und so. Und wolltest es aber doch nicht ganz alleine machen. Ja. Weil so historische Spiele sind nicht ganz meins, da habe ich nicht so viel Erfahrung und ich wollte immer schon mal was mit dem Uli machen, mit dem Uli Blennemann. Und der hat mit historischen Spielen halt viel Erfahrung und deswegen habe ich dem das mal gezeigt und dem gefiel es halt auch gleich sehr gut. Ne? Ja, cool. Und dann habt ihr euch zusammengetan, habt mal eben schnell einen neuen Verlag gegründet, der heißt Seacove Games. Ja, die haben wir ja eigentlich gegründet, weil ich mein erstes Spiel wieder neu machen wollte. Das Dunder-Watt-Rennen. Aber da bin ich mit der Entwicklung immer noch nicht fertig, weil ich da jetzt die letzten 25 Jahre Erfahrung halt auch reinstecken will. Und dann ist es wieder viel zu viel. Ich muss das erstmal wieder reduzieren. Und dann starten wir mit dem Projekt hier, weil das halt auch zu uns passt. Und wirklich so Spiele, die von 2 bis 6 Spieler so jeweils in allen Besetzungen so toll funktionieren, hat man sehr selten. Und das muss einfach der Welt gezeigt werden. Cool. Ja, und dann kann ich ja nochmal erzählen, wie ich zu diesem Spiel gekommen bin. Also ich habe dieses Spiel hier sehr lange auf den Tischen liegen sehen, immer und immer und immer wieder. Ich weiß nicht, wie oft du hier warst mit Spielgruppen auf Prototypentagen mit deinen Schülern zusammen. Also es war wirklich, Karolingi war quasi fast einmal die Woche, lag das hier. Und die haben mich natürlich auch bearbeitet und haben gesagt, ja, willst du nicht mal Karolingi spielen? Und ich habe ihr Spiel angeguckt und dachte so, nichts täte ich lieber. Also Historienspiele, das ist nichts, was mich hinter irgendwelchen Ofen hervorlockt. Außerdem ist hier eine Karte, es ist eine Karte abgebildet. Und Karten schreien geradezu Area Control. Und da habe ich gefragt, ist es ein Area Control Spiel? Und die alle so, boah, also, naja, schon auch so. Und ich so, oh wow. Ja, aber letztens hatten sie mich so weit und dann haben sie gesagt, so komm, spielst du jetzt mal eine Runde Karolingi mit? Und dann habe ich gesagt, okay, spiel jetzt mal eine Runde Karolingi mit. Und ich muss sagen, es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Nein. Also sie haben natürlich auch gezittert und gebibbert, weil sie wussten, es ist gar nicht meins. Und dementsprechend war auch, also die Schwelle war schon hoch. Hier in diesem Spiel sind ein paar Mechaniken verbaut. Ich muss das Mikro ein bisschen überholen erhalten. Leider, wir teilen uns nämlich eins, weil wir haben nicht so viele Mikros hier. In diesem Spiel sind einige Mechaniken verbaut, die ich so clever fand und so überzeugend und das Ganze noch in so einem historischen Kontext eingeordnet, dass ich gesagt habe, ja, also kann ich mit gutem Gewissen supporten, hat mir unheimlich Spaß gemacht. Also ich hatte wirklich beim Spielen echt Spaß. Es war sehr, sehr, sehr
spannend durch diese Mechaniken auch. Und dieser Area Control Teil, der ist zwar zwingend notwendig, weil das war damals so. In der Historie ging es eben nur mal um Ländereien und um Regionen und wer hat da die Vorherrschaft und so. Aber das hat viel weniger wehgetan als in mehreren anderen Area Control. Also es war nicht so, dass ich jetzt wirklich gedacht habe, so Arsch, ne? Sondern das war wirklich, es war so ein slowly sich ausbreiten. Jeder hat sich so ein bisschen ausgebreitet und mal ein bisschen mehr hierhin, mal ein bisschen mehr dahin. Das war alles sehr, sehr absehbar und nicht so mit der Keule. Und das, also das ist ja historisch, glaube ich, auch so eine Geschichte total gewesen, ne? Man hat das eher so langsamer gemacht. Einfluss, der genau, sich so richtig ausbreitet. Genau. Und das Spiel geht ja nicht nur um das Kontrollieren von Gebieten, das ist nur ein Teil des Spieles. Und das hat mich auch sehr, sehr fasziniert. Also da ist wirklich einiges drin verbaut. Und wer das andere Video noch nicht geguckt hat, Sebastian ist der Hauptinitiator des Spiels, Geschichtslehrer. Und Christoph Kanzler hat schon sehr, sehr, sehr viele Spiele entwickelt. Und hat sein Know-how als Spieleentwickler hier mit einfließen lassen. Und deswegen ist das so ein Gemeinschaftsprojekt. Für beide ist vieles neu. Du hast dich mit Historie und Kennerspiel noch nicht auseinandergesetzt. Genau. Du hast dich mit dem Spieleerfinden noch nicht so viel auseinandergesetzt. Aber offensichtlich hat das zusammen... Aber ich will noch mal dazu sagen, Sebastian hat ganz, ganz viel darum gemacht. Ja. Und das war ihm auch ein Anliegen. Ja. Sozusagen hier in diese Spieleentwicklung einsteigen. Ja. Und das Tolle ist, was mich so fasziniert, weil ich so gerne mit Experten zusammenarbeite, dass Sebastian dieses unglaubliche Wissen hat, ja, nicht nur Geschichtslehrer, ist auch sein Promotionsthema, und wirklich sozusagen das, also ich will als Beispiel, hier sehen wir ja eben, hast du angesprochen, auch die Landkarte sozusagen, aber die gab es natürlich damals nicht so, sondern die setzt sich eigentlich erst aus der Geschichtsforschung zusammen. Das ist eine rekonstruierte Karte, wie es wohl so gewesen sein mag, aber die sozusagen Jahrhunderte später erst erstellt wurde. Allerdings aus den Ortsnamen der alten Urkunden. Natürlich. Das heißt, das ist nicht, schon authentisch. Nicht ausgewürfelt, aber hier, jetzt ganz kurz zu diesem Punkt. Ich wäre an dieser Aufgabe, ich wäre da nicht mit zum Ende gekommen. Ja. Erst der Fachmann kann entscheiden, ja, das geht so, das kommt so hin. Der hat nicht dieses... Also das heißt, du hattest auch Ideen, Sicherheit, wo er gesagt hatte, das geht so nicht. Das ist historisch... Das waren jetzt auch seine, also sozusagen, aber das, also eine Sache, die mich bis heute fasziniert, die eigentlich auch noch immer nicht ganz verstanden habe, warum es so ist, und das ist auch was Tolles am Beruf, dass man immer wieder überrascht wird, ist, dass dieser Spielplan, der ja amorph ist, der ist ja nicht irgendwie entworfen nach einer bestimmten Mechanik, wie sich das ausbreiten müsste, damit es in jeder Konstellation funktioniert, sondern wir haben hier einen Aufbau hinbekommen, dass die sozusagen dass dieses Spiel eben von 2 bis 6 Personen eben immer andere Länder umfasst und immer weiter wächst und dass es in jeder Konstellation funktioniert. Das hätte ja aber nicht zwangsläufig so sein, wir können ja Europa nicht komplett neu erfinden, sondern es sollte ja eben mit den historischen Grenzen sein. Ich glaube, du hast noch mal ein paar Tage in den Quellen gewälzt, als es darum ging, irgendwie die Lombardei und so weiter nochmal sozusagen noch ein bisschen zu skalieren. Ja. Aber ich wusste das halt, sind eben ich wusste halt, wo man nachgucken kann. Also ich habe mich damit eben beschäftigt und weiß, wer daran gearbeitet hat, wer diese Urkunden, diese Tausenden, zigtausenden von Urkunden ausgewertet hat. Da gibt es riesige DFG-Projekte an der Uni und mit denen hatte ich halt Kontakt und deswegen konnte ich das eben machen. Krass. Und deswegen ist das alles, jede Grenze, die da ist, die ist so authentisch, wie wir das überhaupt rekonstruieren können. Das ist echt ein bisschen verrückt. So, dann würde ich aber mal sagen, dann versuchen wir mal ins Spiel ein wenig einzutauchen und uns das noch mal ein bisschen genauer anzugucken. Also, wir wollen jetzt hier nicht eine komplette Regelerklärung geben, sondern wir werden ein bisschen erzählen, was das Spiel macht, wann es das macht und warum es das macht. Aber wenn ihr das Video geguckt habt, könnt ihr nicht anschließend das Spiel spielen. Da ist noch ein bisschen mehr dabei. Wir haben jetzt hier einen Aufbau gewählt für 2 Personen. Unser Tisch ist etwas eingeschränkt, also das hat schon auch durchaus eine Tischpräsenz. Und eigentlich ist es beim
Zweispielerspiel so, dass hier oben Karten angelegt werden, an dieser oberen Leiste, die dann so drunter geklemmt werden. Das können wir nicht. Also weiter rauszoomen können wir die Kamera auch nicht. Deswegen werden wir Karten, mit denen wir gleich Sachen erklären, an der farblich nicht passenden Stelle runter schieben. Aber eigentlich ist es so, dass hier jede Region, also wir haben hier insgesamt 8 Regionen auf dieser Karte und jede Region ist in Länder unterteilt und das ist tatsächlich auch nicht jede Region hat gleich viele Länder. Also hier zum Beispiel, wenn man sich die Bourgogne anguckt, da sind nur 3 Länder abgebildet. Und wenn man sich aber jetzt zum Beispiel hier mal Bayern anguckt, das sind schon 1, 2, 3, 4 Länder. Und 5. Hier oben Sachsen hat 1, 2, 3, 4, 5. Also das sind durchaus eine unterschiedliche Anzahl an Ländern, die diese Regionen umgeben. Und für jedes Land, für jede Region, die wir hier abgebildet haben, haben wir an der Seite so angedeutet, so Steckplätze, wo dann Karten reingeschoben werden. Und das skaliert tatsächlich auch so ein bisschen. Das heißt, in den Regionen, die mehr Länder umfassen, sind auch mehr Kartenplätze da, als bei denen, die weniger Länder insgesamt umfassen. Wenn wir haben den Aufbau jetzt zu zweit, wenn wir zu zweit spielen, dann sind tatsächlich nur die Regionen Sachsen, Lotharingen und Neustrien. Habe ich noch nie gehört. Ja. Was bitte ist Neustrien? Neustrien und Austrien. Also diese Länder hier, die du eben beschrieben hast, die sind sozusagen die Keimzelle der fränkischen Herrschaft. Das geht weit vor Karl dem Großen, noch vor Chlodwig auch. Und da gab es einen Auster, also einen östlichen Teil, und einen westlichen Teil. Warum das jetzt gerade Neustrien heißt, habe ich vergessen. Weil er vielleicht neu dazugekommen ist. Das kann man nicht ganz ausschließen. Also da sind eine Menge germanisch-fränkische Worte mit drin. Aber diese Teilung von Neustrien und Austrien des Frankenreichs, das ist sehr alt. Ach, krass. Deswegen skaliert das Spiel auch chronologisch. Also wir haben tatsächlich erstmal diese fränkischen Ursprungsländer. Und dann geht es weiter, dann kommt in einem nächsten Expansionsschub der Franken, immer noch unter Chlodwig, da sind wir so 500 nach Christus, kommen Alamannien dazu, ne, Schlacht bei Zülpich. Und Bourgogne. Das heißt, das sind nicht nur historisch die Länder, die dazu kommen, sondern auch die Länder, die in einem Drei-Personen-Spiel So, genau, dazu das ist das Drei-Personen-Spiel. Mhm. Dann kommt später Aquitanien dazu, deswegen ist das das Vier-Personen-Spiel. Mhm. Dann kommt Bayern dazu. Übrigens eine ganz, ganz üble Geschichte, wie Karl dem Großen da Tassilo den Bayernherzog ausgetrickst hat. Kann man alles nachlesen. Und später hat ja Karl der Große mit Papst Leo das Ding gedreht, 800 nach Christus zu Weihnachten, dass er sich die Kaiserkrone aufgesetzt hat. Okay. Und da entsteht dieses Europa, das wir alles heute kennen. Klar. Wenn ich jetzt hier lese Longobardi, ist das Vorteil von der Lombardei, genau. Also Longobardi ist dann später die Langobarden. Genau. Und dann die Lombardei. Genau. Und das ist das, darauf haben wir geachtet. Wir haben die Namen angewandt, die in den Ländern, die heute dort sind, so angesprochen werden. Ja, okay. Das heißt, ein Italiener könnte das genauso legen wie ein Franzose. Ne? Der liest hier Auvergne, Périgord, Toulouse, Septimanie und so weiter. Und hier Flandre deswegen. Ne? Das ist eigentlich schon so im französischen Bereich. Klar. Genau, und die also Italiener ja lesen das hier. Also muss ein bisschen Vokabeln lernen, um das Spiel zu spielen. Lernt man aber auf diese Weise eben auch. Nee, ist auch alles gar nicht so schlimm. Also es gibt gar nicht so viele Vokabeln, die man kennen muss. Also man muss auf jeden Fall noch die Vokabel Pfalz kennen. Ja. Das ist nämlich die Pfalz. Das ist dort, wo die Spieler starten. Im Zwei-Personen-Spiel halt maximal oder fast am weitesten auseinander. Das heißt, der blaue Spieler startet mit seiner Pfalz hier in der Region. Land, in diesem Land und in dieser Region und hat hier schon ein paar Gefolgsleute und der rosafarbene Spieler startet in Neustrien mit seiner Pfalz. Und am Anfang des Spiels sind die Gefolgsleute auch immer in dem Land, in dem die Pfalz steht. Ja. Die grauen Klötze da drum, das sind die sogenannten Rotten. Rotten sind
Nervig, aber nicht so wirklich relevant. Also das sind das so würde ich so nicht sagen. Das sind ganz üble Gesellen. Ist das so? Wie es immer so ist. Sie sind entrechtet, man hat ihnen Aufruhr. Und Aufruhr bedeutet, Ordnung, Orientierung ist nicht da. Und dann haben die Leute, müssen losziehen und müssen irgendwie ja gucken, wo sie bleiben. Ja. Und dann brandschatzen sie und töten und morden. Und das ist natürlich in der Regel nicht angenehm. Ne? Ja. So. Genau, und deswegen ist es auch dass die Aufgabe der Karolinger, die Ordnung wiederherzustellen und diese Rotten zu beseitigen. Und das kann man machen, indem man sie bekämpft. Aber viel eleganter ist es, sie wieder mit Land auszustatten und sozusagen wieder einzugliedern, zu würde man heute sagen. Zu zufriedenen Gefolgsleuten. So. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, also da haben wir schon mal erfahren, dass es zwei Möglichkeiten gibt, mit diesen grauen Klötzchen, die die Rotten darstellen, umzugehen. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ist am Anfang des Spiels in jedem Land erstmal jetzt eine Rotte, außer dort, wo deine Heimpfalz ist, da sind halt deine Gefolgsleute. Ja, ich grätsch mal ganz kurz rein. Ja. Wir haben es so gemacht, dass wir uns ein Grundspiel entwickelt haben, wo es eben genau so aussieht, wie es jetzt ist. Damit man schnell reinkommt. Wenn man das begriffen hat, dann ist der Aufbau frei. Dann kommen diese Falzen hier zu Anfang auf die Decks rauf. Und dann? Und man muss sich erstmal die Falzen errichten. Ja. Und das hat natürlich sozusagen, das steigert natürlich sozusagen noch das Vorspiel, bis man die Herrschaft sichert. Ich glaube, ich habe das schon so gespielt, dass ich meine Falzen frei stellen konnte, als ich das gespielt habe. Habt ihr mich schon als fortgeschrittenen Spieler? Fortgeschritten. Ja, alles klar. Ja. Und es ist, wir haben es sozusagen, wir haben es ein bisschen abgekürzt, damit auch die Leute, die sich das Spiel neu erschließen, nicht einfach mal eben sozusagen vom Plan gefegt werden können, sondern jetzt eine sichere Basis haben. Ja. Und die Falzen sichern das auch. Aber um dann praktisch, wenn man drin ist im Spiel, immer wieder einen anderen Aufbau hat, ist es halt sozusagen, ist es dann ein Fortgeschrittene schon wesentlich sozusagen umfangreicher. Ja. So, zusätzlich zu diesem zu der Karte, die so schon fast fertig aufgebaut wird, es würden halt noch die Karten dazu kommen hier an der Seite, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, hat auch noch jeder Spieler so ein Board und dieses Board, es ist noch der Prototyp, Leute, ne? Es ist nicht die finale Version, aber es ist schon ziemlich nah dran. Dieses Board ist ein Double-Layer-Board, vielleicht sogar ein Triple-Layer-Board. Genau, und da hat man hier so Steinchen, die sind so quasi wie auf so einem Board, dass man nur selber diese Steinchen sehen kann. Der Rest ist von den anderen einsehbar, das ist auch nicht so ganz super relevant. Und zwar hat hier jeder oben die gleichen Steinchen, also der Spieler Blau hat, dem fehlt ein Stein übrigens. Mist, okay, müssen wir nachliefern. Also es sind 5 Aktionstafeln. Genau. Übrigens, diese sind in der Regel umgedreht. Wir haben die jetzt nur, damit man sehen kann, was das ist. Richtig. Ne? Das sind verdeckt. Ist durchaus geheime Information. Man sieht nur, wie viele der Spieler dann hier noch nicht freigeschaltet hat. So, und wir haben tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 Aktionstafeln, die auch tatsächlich Aktionen verursachen. Und wir haben 2 Tafeln, die keine Aktion verursachen. Jetzt fragt man sich natürlich, toll, warum sollte ich Aktionstafeln wählen, die keine Aktion verursachen? Tja, das hat mit dem Mechanismus zu tun. Du musst in jedem Zug, in jedem Quartal, musst du 2 Tafeln ablegen. Und damit du bluffen kannst, kannst du eine keine Aktionstafel und eine echte Aktion ablegen. Du kannst auch beide ablegen. So. Und dann machst du dieses Quartal einfach erstmal Genau, Sester. Und man sieht ja, man hat ja nur 5 echte Aktionen, aber so ein Quartal hat halt 4 Quartale. Und da du immer 2 ablegen kannst, musst du so ein bisschen timen. Gerade am Anfang. Wann lege ich was ab? Behalte ich mir welche vor? Und deswegen sind diese keine Aktionstafeln eben ungeheuer wichtig. Ja. Genau. Und Peter hat mir eben geheime Zeichen gegeben. Den Sack der Fortuna. So, zeig doch mal bitte eben das Quartal, was du angesprochen hast. Ja. Das ist nämlich sozusagen auch sehr schön unterteilt in die Jahreszeiten. Und du kannst in jeder Jahreszeit, darfst du 2 Aktionen planen.
bedeutet, dass du dir vornimmst, diese Aktionen auszuführen. Allerdings, in welcher Reihenfolge diese Aktionen ausgeführt werden, das ist nicht ganz klar. Genau, und deswegen haben wir das Rad der Fortuna gewählt, weil wenn man sich das genauer ansieht, dann kann man sehen, dass man hier oben ist man gut drauf, ne? Und dann fällt man aber runter und dann ist man unten und dann kommt man wieder hoch und so. Das heißt, es ist einfach ein ganz wichtiges Merkmal von mittelalterlicher Herrschaft. Du planst was. Und dann, ja, da hast du kein Telefon und keinen Computer, um zu sagen, los, Leute, macht mal, sondern dann schickst du erstmal einen berittenen Boten los. Genau, und der eine angekommen ist, ist schneller da als der andere und plötzlich ist das, was du eigentlich da als zweites machen wolltest, das wird schon gemacht und ist aber noch gar nicht sinnvoll. Genau. Und genauso ist es in diesem Spiel auch und das finde ich halt auch das Charmante daran, dass du halt denken kannst, ich mache erst das. Und anschließend mache ich das. Wenn die aber die Steine genau umgekehrt aus dem Beutel gezogen werden, dann machst du offensichtlich erst das andere. Was kann man überhaupt machen? Also wir haben hier auf unserem Tableau nicht nur diese Aktionstafel, sondern wir haben auch die sogenannten Missi, das sind Boten. Und diese Boten, die muss man benutzen, um Aktionen überhaupt ausführen zu können. Also du schickst wirklich Boten los aus deiner Pfalz und sagst, hier Bote, sag doch mal bitte meinen Gefolgsleuten, sie sollen das und das tun. Genau. Und dann reitet der los. Und am Anfang hast du auch gar nicht so viele Boten. Du hast nämlich nur 3 Boten, wie du das hier siehst, und kannst aber noch deutlich mehr Boten ausbilden. Und es gibt auch unter anderem eine Aktion, um Boten auszubilden, damit du mehr Leute losschicken kannst. Das ist auch eine Timing-Frage. Das ist die. Ne? Genau. Also der hier, dieses Aktionstäfelchen, das macht einen normalen Bürger zu einem Boten. Da gibst du ihm quasi eine Schriftrolle in die Hand und sagst, hier, du bist jetzt der Bote, reite mal los. Was passiert denn auf diesem Brett? Wenn du diese Aktionstafel beschließt zu benutzen und sie aus dem Sack der Fortuna rausgezogen wird, dann sagst du, alles klar, ich mache jetzt diesen hier zu einem Boten und dann geht er hier rüber und ist dein Bote. Je nachdem, wie mächtig du bist. Und das kannst du wieder sehen, je nachdem, wie viele Länder du beherrschst. Mhm. Also wenn du hier jetzt diese Länder beherrscht, dann kannst du 3 Boten ausstatten. Die kannst du, das ist eine Regel, du kannst auf jeden Fall immer 3 ausstatten. Aber du kannst das auch noch steigern. Du kannst Entwicklungen bauen zum Beispiel. Und jede dieser Entwicklungen bringt zum Beispiel noch mehr Ressourcen, um noch weitere zu bauen. Also so zum Beispiel kannst du schon 1, 2, 3 für die Länder, 4, 5, 6 für die Entwicklung bauen. Das heißt, man kann hier sehen, man kann schon richtig mächtig werden, ohne auch nur einen Schwertstreich gemacht zu haben. Ja. Und das ist eben auch wichtig. Du kannst siegen ohne Militär, sondern einfach, dass du gut bist für dein Land und diese Region vereinigst, so zu einem Kulturraum machst und den eben pflegst. Das Alles ist klar. eben auch eine Möglichkeit. Entwicklungen sind gar nicht so einfach, haben wir nämlich nicht so viele von. Genau. Da haben wir diesen Stein, der sagt, das ist auch eine Aktion, die sagt, ich möchte gerne jetzt eine Entwicklung machen. Oder aber du kannst damit tatsächlich auch noch Aktionstafeln aktivieren. Genau. Und das ist nämlich super, super wichtig, weil wir hatten ja am Anfang gesagt, hier sind noch welche, die sind eigentlich verdeckt. Und die kannst du zusätzlich noch mit ins Spiel bringen. Und offensichtlich hast du dann mehr Aktionen pro Runde zur Verfügung, die du wählen kannst. Und dann musst du tendenziell weniger von den Nicht-Aktionssteinen benutzen. Ganz genau. Es ist quasi so ein bisschen wie beim Worker-Placement, sich mehr Worker freizuschalten, mehr Arbeiter freizuschalten. So hast du halt mehr Aktionen. Und auch das machst du mit dem Stein Entwicklung. Das heißt, du musst dich entscheiden, nehme ich diesen Entwicklungsstein, um mehr Aktionstafeln freizuschalten oder nehme ich den Entwicklungsstein, um meine Region zu entwickeln? Und Sebastian hat eben schon gesagt, ein Effekt von der Entwicklung von Regionen ist, dass man dann tendenziell wieder mehr Boten ausbilden kann. Die andere Geschichte ist aber auch noch, dass das Volk zufriedener ist, wenn man sich gut entwickelt. Genau, es kann nämlich der Hunger zuschlagen. Genau, Hunger ist ja tatsächlich auch ein Kernelement der damaligen der Zeit. Ja, natürlich. Genau. Und je besser ein Land entwickelt war, desto weniger wahrscheinlich mussten die Menschen, die dort lebten, Hunger leiden. Ja, klar. Und desto stabiler war die Herrschaft. Genau. Also dann in dem Augenblick, wo der Hunger zuschlägt und die Leute nicht sozusagen, auch die Bauern nicht mehr in der Lage sind, die Gesandten zu die Volksleute zu versorgen, verlieren die dort auch ihre Macht. Und im Spiel ist es so abgebildet, dass die dann auf den Hof zurückkommen. Ja.
diese Hungergeschichte, die passiert nicht andauernd, sondern die passiert nur am Ende eines... Wann war das noch? Nee, man mischt eine Hungerkarte mit runter, ab dem zweiten Jahr, also hier das Spiel geht voran. Und hier gibt es zum Beispiel eine Erinnerungskarte, die sagt, misch jetzt bitte die Hungerkarte mit rein. Und dann weiß man nicht, wann kommt die. Das heißt, der Hunger droht. Aber man kann natürlich auch hier wieder risikomanagementmäßig sagen, was kümmert mich der Hunger? Ich packe hier 5 Leute auf ein Land und das ist auch gar nicht entwickelt und damit gehe ich jetzt durch die Lande und mache alles platt. Genau. Ja, und dann kommt der Hunger und dann sieht man, dieses Land hat genau eine Tragfähigkeit. Es sind aber hier jetzt leider 5 Steine drauf. Warum das ist es eine Tragfähigkeit? Weil das das Standard ist. Das ist der Standard für ein unentwickeltes Land. Genau. Das ist, bedeutet also so ein bisschen, ihr müsst euch ja vorstellen, dass diese Klötzchen, das ist nicht eine Lot, sondern das ist halt, keine Ahnung, sind 1000 Leute, oder? Nein, es ist tatsächlich ein Gefolgsmann. Es ist hier, wenn er da auf der Tafel, auf dem Land ist, dann wäre es ein Graf. Mhm. Aber der muss natürlich durch seine Ländereien ausgestattet werden. Und die Bauern, wenn die selber nichts haben und verhungern, den können die auch nichts abgeben. Ja. So, und dann ist die Herrschaft dort so destabilisiert, dass diese Grafen das nicht mehr ordentlich ausüben können. Mhm. Und dann hauen die natürlich wieder ab zu ihrem Herrn. Ich das noch mal im Detail, aber wäre jetzt der Hunger da, dann würden nicht nur diese 4 Gefolgsleute wieder an den Hof, auf Leutes zurückkommen. Nein. Es gibt dann sozusagen noch einen Aufruhrstein dazu. Weil die natürlich sauer werden. Und jetzt sieht es so aus, dass der Gefolgsmann hier zwar noch vertreten ist, aber der Aufruhr schon Überhand hat. Mhm. Und das heißt, in dem Augenblick hat er die Kontrolle nicht mehr und kann ja auch gar keine Abgaben mehr erzielen. Der ist zwar noch irgendwie präsent, aber hat keine sozusagen, er kann gar nichts mehr für seinen Herrn machen. Ja. Und daraus ergeben sich wieder neue Dinge. Genau. Du brauchst also für Herrschaft, für Abgaben, um bauen zu können, selbst um wegziehen zu können, brauchst du die absolute Mehrheit der Steine. Und zwar die Mehrheit gegenüber der Rotschen, weil sonst kannst du die Rotschen nicht kontrollieren. Mehrheit gegenüber den Mitspielern. Denn diese Mitspieler, wir haben nämlich noch eine Aktionstafel, wo wir uns ein bisschen ausbreiten können, denn schließlich ist das auch ein Kernelement der damaligen Zeit gewesen. Man will sich ausbreiten, man will vielleicht mehr Ländereien für sich reklamieren und so weiter. Und das sich ausbreiten, das macht man auch über einen Aktionsstein, und zwar ist das der Stein mit diesem hier, mit dem berittenen, sieht schon so aus wie so ein Ritter, der eine Fahne schwenkt. Ne? Also so, komm, hier, mir nach. Da geht's lang. Genau, also dann läuft er halt so vor und nimmt dann halt entsprechend die Würfelchen, die Leute, die auf dem Board sind, dann quasi mit und dann gehen die irgendwo anders hin. Dabei ist es übrigens vollkommen irrelevant, ob der die Landstriche dann sozusagen leer zurücklässt und dann nur noch die Rotten sind. Also du kannst die Länder komplett leer und kannst einfach sagen, komm, ich gehe jetzt einfach mal ins Nachbarland, weil grün gefällt mir besser als pink. Wobei du dich nur bewegen kannst, wenn du die absolute Mehrheit in diesem Land hast. Also hier könnte zum Beispiel jetzt Rosa sich nicht wegbewegen. Weil sie festgehalten werden, sie haben auch selbst darüber keine Kontrolle mehr. Okay, cool. So, und jetzt kann er das wieder. Mhm. Und zwar könnte auch hierhin und hierhin. Das heißt, die Frage, kann ich mich bewegen, ist am Anfang zu klären. Mhm. So, und wenn du sagst, ja, kannst dich bewegen, dann kann man das auch machen. Mhm. Aber du brauchst halt die absolute Mehrheit auch für bewegen. Ja. Und das mit dem Bewegen, Peter hat das eben schon vorgemacht, er kann dann halt hier rein, so. Und dann hat er aber in beiden dieser Länder, in die er sich jetzt reingewegt hat, hat er im Moment keine Mehrheit. Genau, ziemlich dummer Zug eigentlich da, den wir da gerade gemacht haben. Kommt drauf an, was man noch so geplant hat. Denn ja, wir hatten natürlich. Hatten wir schon mal geklärt, dass man die Rotten auch durchaus konvertieren oder bewegen kann, ne? Genau. Und um die Rotten zu konvertieren, da haben wir auch das ist tatsächlich so ein Aktionsstein. Die musst du freischalten. Das ist ein Aktionsstein, der ist nicht von Anfang an da. Den muss man sich erstmal freischalten aus diesem unteren Bereich. Und da sagt man dann halt hier, komm, ich reiche dir meine Hand.
Genau. Und sei doch bitte keine Rotte mehr. Ich bin auch nett zu dir. Ja, der sieht doch schon ganz griesgrämig aus. Genau. Schielt aber auf die Hand, weil er weiß, da ist Zass dahinter. Und damit kann man die Rotten konvertieren. Was man natürlich aber auch machen kann in diesem Spiel, ist tatsächlich so ein bisschen kämpfen und angreifen. Klar. Aber auch hier finde ich die Kämpfe, also es gibt ja Kämpfe in Spielen, die machen mir mehr Spaß und manche, die machen weniger Spaß. Immer wenn gewürfelt bin, gehe ich raus und zwar zur Tür. Aber hier wird nicht gewürfelt, sondern hier wird wirklich einfach die Stärke verglichen. Genau. Und früher hieß die Aktion auch nicht kämpfen, sondern klären. Ja. Weil man sagen muss, in dieser Zeit wurde viel vor dem Grafengericht entschieden oder durch Einfluss und so weiter. Ja, es wurde nicht unbedingt Blut spritzen. Es wurde relativ wenig tatsächlich gekämpft im frühen Mittelalter im Karolingerreich. Deswegen ist das, aber die wollten nun hier mal ein Schwert haben und so weiter und ein bisschen was kämpfen. Ist auch einfach klären, klingt auch ein bisschen euphemistisch. Ja. Also, genau. Und auch dafür haben wir einen Aktionsstein und dieser Aktionsstein sieht so aus, witzigerweise hat er ein Schwert, verrückt. So ist es. Das hat ja, also mit der Ikonografie ist klären, das schon drauf. Ne? Ja, also klären mit dem Schwert und wie funktioniert das mit dem Klären? Guck mal, Peter hat hier schon mal was vorbereitet. Wenn Pink jetzt klären wollen würde, tut er was? Ausnahmsweise kann man diese Kämpfenaktion hier benutzen, wenn man die relative Mehrheit hat. Mhm. Also ist ja nicht absolute Mehrheit für Pink, sondern nur die relative. Er hat 3 und die anderen haben 2 oder 1. So. Und dann wird von jeder, so lange von jeder Farbe die gleiche Menge von Cubes entfernt, ne, bis nur noch eine Farbe übrig ist. So. Das heißt, du kannst mit einem Pinken gleichzeitig einen Grauen und einen Fremden. Genau, es wird immer von der gleichen, von den verschiedenen Farben immer die gleiche Zahl entfernt. Genau. Und jetzt hast du die absolute Mehrheit. Jetzt hast du sie. Ja, allerdings, nehmen wir mal an, Blau lungert hier. Dann hat er diese Situation, hätte er nie, hätte er doch so, aber hätte wesentlich mehr Mangel. Dann wartet er eben, bis er hier klärt und sagt, ja, vielen Dank. Ne? Ja. Jetzt ist das meins. Genau. Und dann ist nämlich die Ertragskraft, sozusagen die Entwicklung, das fällt dann nämlich blau zu. Das, was man sich vorher mühevoll ausgemacht hat, ist nicht auch nicht sicher. So, und dann würde ich sagen, wir hatten ja ganz am Anfang, hatten wir schon mal gespoilert, dass nicht das ganze Spiel in diese Kamera passt, weil wir ja noch Karten haben. Wir haben diese Karten ja noch überhaupt gar nicht erwähnt. Aber man kann über die Karten tatsächlich auch noch zusätzlich in dieses Spielfeld quasi reinkommen. Und das funktioniert wie folgt. Es werden regelmäßig Karten nachgezogen. Die sehen auch wunderschön aus. Die sind jetzt, guck mal hier, so. Also finde ich so sehr, sehr schön gestaltet. Das heißt, da ist immer der komplette Spielplan abgebildet und die Region, um die es jetzt geht, das ist jetzt in diesem Fall Westfalen. Dieses hier. Ist hier auch nochmal abgebildet. Also das ist echt schön gemacht. Und hier geht es um die Champagne. Das ist halt, dieser Bereich hier, das ist die Champagne. Und hier geht es um Oberlothringen. Und auch da ist es so, im Spiel sind natürlich nur die Karten drin, die jetzt auch relevant sind. Also im Zwei-Personen-Spiel wird keine Karte aus Bayern oder aus Lombardy aufgedeckt werden, sondern es geht wirklich nur um die Karten, die jetzt relevant sind. Und die Karten werden aufgedeckt und die werden normalerweise, werden die oben unter den Spielplan so drunter geschoben, damit man sehen kann, von welcher Region wie viele Karten aufgedeckt worden sind. Genau, diese, wenn eine Karte aufgedeckt wird, die... So ein bisschen, wenn man das ein bisschen hier so... Ja, ein bisschen hoch macht. So ein bisschen hochschieben, so. Ja, dann können wir das kriegen, glaube ich. Ja, so, das ist doch gut. Perfekt. So seht ihr vielleicht den oberen Teil schon. Also die Überlegung startet mit dieser Tafel und man sieht einen Boten darauf. Und dieser Bote, der kommt dann, wird dann aus dem Rad der Fortuna auch mitgezogen, wird hier abgelegt, ausnahmsweise eben hier, nicht da. Und dann ist derselbe Bote auf so einer Karte dran. Das heißt, der Bote bringt schlechte Nachrichten. Der Bote bringt die schlechte Nachricht, jetzt zum Beispiel im Fall hier Oberlothringen, in Oberlothringen gärt es. Da sind die Leute irgendwie unzufrieden. Sie rufen nach den Karolingern. Sie wollen wissen, wo geht's dann jetzt lang, wer tut hier was für uns und so weiter. Und noch ist in Lotharingien die Sache unter Kontrolle, weil da ja noch ein Steckplatz frei ist. Wenn jetzt aber eine zweite Karte kommt von Oberlothringen, von Lothringen,
nehmen wir mal hier, Niederlothringen, dann ist schon keine mehr frei, kein Slot. Mhm. Und dann brennt eigentlich die Hütte. Mhm. So, und wenn jetzt noch die dritte kommt, dann ist ganz vorbei. Dann kann die ja nicht mehr eingesteckt werden. Mhm. Dann kriegen die hier nämlich Aufruhr, weil sich keiner gekümmert hat. Aha. Um die Karten. So, wie kümmert man sich? Mit dieser Tafel hier Einfluss nehmen. Mhm. Dann kannst du, wenn du die spielst, kann jetzt hier, können Missy losgeschickt werden, mhm, und können vorher, bevor das passiert, können sagen, oh, ich mache mal einen hier auf Niederlothringen. Mhm. Auf Oberlothringen geht das leider für Rosa gerade nicht, weil Oberlothringen in der Hand von Blau ist. Da müsste sich jetzt Blau drum kümmern. Mhm. So, Blau macht aber nicht. Sure. Ja. So, jetzt kommt Friesland und um Niederlothringen hat man sich ja gekümmert, aber im Oberlothringen nicht. Deswegen kriegt Oberlothringen jetzt den Stein und dann müssen die Karten ja raus, damit Friesland wieder reingelegt werden kann. Niederlothringen kriegt den braven Stein von Pink, okay, aber Oberlothringen, da ist jetzt Aufruhr. Und schon ist die Herrschaft für Blau dahin, weil er nicht mehr die absolute Mehrheit, okay, hat. Also und das war richtig doof. Oberlothringen wird dann rausgenommen. Wird rausgenommen und Friesland wieder rein. Die werden abgelegt, mhm, und kommen dieses Jahr nicht mehr dran. Okay. Das heißt, man kann auch sehen, okay, da ist die Sache jetzt auch geklärt. Mhm, alles klar. Ja. Damit haben wir schon relativ viel Dinge besprochen, aber wir haben ja immer mal wieder diesen Sack der Fortuna erwähnt und haben noch gar nicht so richtig gezeigt, was dieses Ding macht. Und zwar ganz konkret in diesem Spiel passiert nämlich Folgendes, und da kommen wir jetzt gleich zu Christophs Favoriten-Ding. Also er findet es furchtbar, ich feiere es sehr, sehr toll. Das ist übrigens optional. Und zwar macht man Folgendes: Am Anfang einer Runde setzt sich jeder hin, guckt sich seine Täfelchen an, die er zur Verfügung hat, und überlegt sich, was er in diesem Quartal machen will und entscheidet sich einfach, zwei von seinen Täfelchen hier auf dieses wunderschöne Rad zu legen, je nachdem in welchem Quartal. Auf Skriptorium. Genau, da kann man auch sehen. So. Und dann darf man nicht, wenn man das möchte und wenn man so spielt, dann darf nämlich der Erste, der das hingelegt hat, darf ich die Sanduhr umdrehen, und dann haben die anderen nur noch so viel Zeit, wie die Sanduhr durchläuft, um sich zu entscheiden, welche Aktionen in diesem Quartal gemacht werden dürfen. Optional. Das hat dir gefallen, ja? Das ist optional. Christoph hasst es. Ich finde es mega. Ja, ich habe schon ganz oft verflucht. Beim letzten Mal habe ich dich da mal mit untergebracht. Ja, das stimmt. Es ist schrecklich. Aber im Ganzen kann man sagen, wenn man jetzt das von der spielmechanischen Seite her betrachtet, sind die Tafeln dann eben recht flott abgelegt. Ja. Und in dem Augenblick, wo die Tafeln gezogen werden, in der Reihenfolge, wie sie eben rauskommen, ja, ist auch ein schnelles Handeln und Umsetzen möglich. Genau. Das heißt, der Spielfluss ist flott. Also, der Spielfluss ist sozusagen... Man will immer wissen, was kommt denn als Nächstes. Ja. Also man ist nie, dass man denkt, naja, bis ich jetzt dran bin, dann kann ich erstmal einen Kaffee trinken. Also das mit der Sanduhr ist wirklich nur in diesem Moment, wo sich alle Mitspieler entscheiden, welche zwei Aktionen sie in dem Jetzt-Spiel zu spielenden Quartal durchführen möchten, dass sie diese Entscheidung jetzt treffen. Und wenn man so einen Spieler hat, der echt lange überlegt und der sich jetzt überlegt, ja, also wenn ich jetzt in diesem Quartal die zwei nehme, dann kann ich im nächsten Quartal die zwei nehmen, und dann, weil die sind weg. Also wenn man die in einem Jahr verbraucht hat, so, ne, dann, also in einem Quartal verbraucht hat, dann stehen sie erstmal in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Man kann nicht unendlich auf diese Aktion wiederholen. Dann kann das durchaus dazu führen, dass Menschen sich sehr lange überlegen, was sie jetzt machen und dann machen und danach machen und vielleicht später machen. Und da fand ich diese Sanduhr schon sehr fresh. Ich mag das ganz gerne, wenn Entscheidungen aus dem Bauch raus schnell getroffen werden und man einfach mal guckt, und was passiert jetzt? Und, so, da, und auch das ist wieder historisch eigentlich nicht so falsch, denn da ist eine Menge Druck. Und es ist, in den historischen Erläuterungen haben wir zum Beispiel ein Beispiel, wo es wirklich darum ging, dass einer dieser Karolinger ganz schnell entscheiden musste und voll ins Klo gegriffen hat. Ach. Ja? Ja, guck mal, das passiert hier auch oft, ganz oft. Also du tust dann nämlich diese zwei Aktionssteine, für die du dich entschieden hast,
tust du in den Beutel, und zwar die beiden Aktionssteine, die jeder ausgewählt hat, also zwei von rosa und zwei von blau, die er sich ausgesucht hat. Und in diesem Fall sind es ja nur zwei, weil wir nur zu zweit spielen. Und dann kommt auch immer dieser Bote, den Sebastian genau, eben schon erwähnt hat, diese Ereignistafel. So. Und dann wird der Sack der Fortuna gemischt und dann wird nacheinander rausgezogen. Und wenn dein Stein dann rausgezogen wird, dann machst du jetzt genau diese Aktion. Und wenn du dir gedacht hast, ich hätte aber gerne lieber die andere Aktion zuerst gemacht, ja. Dann hättest du sie nicht legen dürfen. Genau, mit keiner Aktion zusammen zum Beispiel. Ganz genau. Also kostet aber Zeit. Man wird ja nicht gezwungen, das ein oder andere reinzulegen. Absolut. Sondern man, sozusagen, man hat das Risiko selbst in der Hand. Ganz wenn ich als klassisches Beispiel sorge ich erst dafür, irgendwie, dass sich meine Länder entwickeln und lege sozusagen, wird schon klappen, die Missy-Ausstatten-Tafel gleich mit rein, nach dem Motto, wird schon richtig reinfallen. Ja, kann ich machen. Ja, muss ja. ich aber nicht. Ja. Wenn es klappt, ist großartig. Ja. Genau. Du hast nämlich alternativ auch die Möglichkeit, in diesem Quartal tatsächlich die Tafel reinzulegen mit einer X-Tafel, also mit ich mache nichts. Und dann weißt du, dass du dieses Quartal auf jeden Fall diese Aktion machen wirst. Und nächstes Quartal kannst du dann die Aktion machen, die auf jeden Fall folgen soll, wenn das wirklich eine Abhängigkeit ist. Und wenn du darauf angewiesen bist, dass du zuerst A machst, bevor du B machst. Also der große Spaß an dem Spiel ist dass man so viele Dinge gleichzeitig machen möchte. Ist immer so. Dieses immer nur zwei. Das ist ja immer so. Aber das geht auch ratzfatz. Also in dem Moment, wo, also die Runden sind tatsächlich sehr, sehr schnell. Man entscheidet sich, welche zwei Aktionen, dann wird aus diesem Rad gezogen, dann macht eben jeder die Aktion, die er machen wollte. Manchmal ist man zweimal hintereinander dran. Wenn zweimal hintereinander der Stein gezogen wird, das macht überhaupt gar nichts. Dann werden die anderen Steine gezogen. Also das ist relativ schnell abgehandelt, wirklich. Und dann kommt schon das nächste Quartal. Und wir spielen über mehrere Jahre. Und da haben wir hier unten diese Jahresleiste, die man jetzt nicht mehr sieht, weil wir das ja weggeklappt haben. Guck mal hier. So, da ist die Jahresleiste. Genau, so. Und da sind so Reminder drauf. Die werden vielleicht fortgeschrittene Spieler, die das jetzt das 300. Mal oder 400. Mal spielen, werden das nicht mehr brauchen. Aber gerade am Anfang ist man doch ziemlich dankbar dafür, dass man weiß, was man machen muss beim Jahreswechsel. Also das ist hier Hartmut, unser Klostermönch, Vorsteher des Skriptoriums. Der führt hier die Annalen als Pergamentrolle und der schlägt ein neues Kapitel auf hier, 831. Und alle Tafeln, die hier liegen, müssen ein weiter, beziehungsweise müssen versetzt werden. Dann kommt so ein bisschen Speed rein, weil eine zusätzliche Ereignistafel ins Spiel kommt. Mehr schlechte Nachrichten. Genau. Und dann ist hier die Erinnerung, mischt die Tafeln, die Karten wieder zurück, die ihr hier hattet. Nehmt jetzt auch die Hungertafel, die Hungerkarte mit rein. Guckt nach, dann ist irgendwie eine fehlt noch. Nehmt euch alle, das ist der schönste Moment des Spieles. Nehmt euch alle Tafeln zurück. Und man ist ja so begierig darauf, endlich wieder alle Möglichkeiten zu haben. Und dann haben wir hier auch noch Rotten. Es kann ja sein, dass irgendwo auch mal mehr als drei Rotten stehen. Kommt selten vor, aber es kommt doch auch vor. Dann gibt es also eine Möglichkeit, wie die noch streuen. Das ist also ganz blöd, wenn es zu sowas kommt. Dann breiten sie sich aus. Und weil, das haben wir nach vielen Testspielen doch eingeführt hier. Und ich finde es mega. Dass alle mal raufgucken, wer hat denn jetzt wie viel Siegbedingungen. Ganz in Ruhe. Genau, das ist quasi so ein, das ist wirklich so ein, so wir brechen jetzt mal das Spiel, unterbrechen das Spiel kurz und sehen, wo wer wie steht. Der da, den müssen wir draufhauen. Es ist immer Christoph. Dann wird wirklich, Christoph spielt, Vorsicht. Es wird wirklich ganz realistisch analysiert, es wird insgesamt gemeinsam auf diese Karte geguckt und dann wird gesagt, also guck mal hier, wir gucken jetzt mal Spieler Blau an. Spieler Blau hat schon so und so viele Länder, die er kontrolliert. Warum das interessant ist, klären wir gleich noch. Und da ist das und das. Und dann kann man halt wirklich sagen, okay, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil sonst hat der Spieler relativ schnell gewonnen. Und da ist das, was Christoph im letzten Video schon gesagt hat, da schließt man sich so ein bisschen automatisch zusammen und sagt, komm,
also im Kopf, das muss man gar nicht absprechen, sondern naja, das kommt wird Spiel auch abgesprochen. Genau. Ja, ja, genau. Also aber da kann man schon sagen, zu Recht. So zwinker, zwinker, so, ne? Und dann wissen die anderen schon so, naja, vielleicht sollten wir mal bei dem in die Länder rein und gucken, dass der nicht alles alleine kontrolliert. So. Denn dieses Spiel endet auch irgendwann. Ja. Und zwar hat das viel damit zu tun, dass man gewisse Siegbedingungen erfüllt, genau, und Frieden ausruft. Genau, und dazu gibt es die Friedenstafel. Sehr clever, denn wir haben hier an diesen Täfelchen, die man zusätzlich noch freischalten kann, haben wir diese Friedenstaube. Und es ist tendenziell so, dass ein Spieler, der denkt, dass er so mächtig ist, dass er jetzt alleine den Frieden ausrufen kann, der wird sich irgendwann diese Tafel freischalten und dann ganz geheim in das Säckchen tun und hoffen, dass er den Frieden ausruft. Diese wunderschöne Taube ist hier auch auf dem Cover abgebildet. Genau, weil die so eine zentrale Rolle spielt. Genau. Also sie greifen hier nach dem nach der nach Taube. Dem Frieden, genau. Weil es ja eben diese... Wir können zu Anfang die Anzahl der Jahre festlegen und sagen, wir schauen dann, wie viele Siegbedingungen hat, sozusagen der Hoftag ganz am Ende. Und na, wer da die Mehrheit hat, gewinnt. Es kann aber eben auch der Frieden schon viel vorher erreicht werden. Genau. Wir empfehlen zu Anfang so eine Anzahl von 5 Spieljahren, aber ich würde mal sagen, Mitte, Ende des 2. Jahres wird schon darüber spekuliert, ob nicht demnächst schon jemand diese Friedenstafel freigeschaltet hat. Ja. Das kriegen ja die anderen Spieler nicht mit. Das ist sozusagen der Running Gag. Mhm. Na? Wenn die Tafel freigeschaltet wird, schaltet er schon den Tafel frei. Schon den Frieden vor. Der muss allerdings natürlich auch Siegbedingungen erfüllt haben, ja, und den aber Frieden richtig. Auch da kann es natürlich sein, dass du denkst, ich packe meine Friedenstafel rein und habe aber noch eine Tafel, die ich brauche, um den Frieden ausrufen zu können. Mhm. Und wenn das dann in verkehrter Reihenfolge gezogen wird, dann willst du den Frieden ausrufen, hättest aber eigentlich vorher noch was machen müssen, um diesen Frieden auszurufen, dann läuft das halt ins Leere. Ja, so ist nicht ganz. Deswegen musst du die Friedenstafel immer mit einer kleinen Aktion ausrufen. Weil du nämlich, das ist sozusagen die Wucht des erhabenen Moments, wenn du die nämlich aus dem Sack ziehst und sagst, hier komm, ich verkündige den Frieden, dann hast du einen Joker-Zug, den du sofort ausführen kannst. Mit den Aktionstafeln, die dir noch zur Verfügung stehen. Genau, und insofern hast du wieder recht, die musst du natürlich auf der Bank haben. Ja. So. Ja. Hört sich, hört sich relativ einfach an, aber sozusagen, wenn man vor dieser Situation steht, also bei mir ist es also praktisch schon fast, ich sage jetzt mal, eine Viertelstunde vorher, setzen schwere Denkblockaden ein, weil man es kann überall, auf einmal, ich glaube, so ist es praktisch so, es ist diese klassische Machtsituation, man hat sie, man kann um die, die Herrschaft ist sozusagen fast allem und auf einmal sieht man überall nur noch Feinde und dann will der mir noch an die Wäsche und irgendwie möchte, da geschieht vielleicht noch was und vielleicht sollte ich aufpassen, mich noch weiter absichern und hat richtig Bammel aber das ist eben diese doppelten sozusagen, diese Sieg, also sozusagen das Spiel ist schon in seiner Länge begrenzt, wir legen es selber fest und es kann aber jederzeit zu Ende sein, in diesem Spannungsverhältnis sich eben zu bewegen. Wir hatten neulich das kürzeste Spiel aller Zeiten. Wie lange haben wir gespielt? 35 Minuten. Wow. Genau. Ich weiß es so genau. Ich weiß auch, wer gewonnen hat. Weil du gewonnen hast. Ja, toll. Okay. Er hatte halt den Vorteil, dass er in einer Region war und rechts und links neben sich zwei unerfahrene Spieler und die haben gar nicht geschnallt, dass da gerade derjenige sehr, sehr, sehr gut aufgestellt hat. Die ganze Nacht mir meinen Plan zu rechnen. Ja. Ich bin auch noch Glück, dass der Plan aufgegangen ist. Aber das passiert mir allerdings auch selten. Aber wir haben jetzt noch nicht tatsächlich die konkreten Siegbedingungen besprochen. Das sollten wir unbedingt nochmal machen, weil das sind nämlich verschiedene. Genau. Ja, vielleicht fangen wir mal an. Wir können das ja hier mal gucken. Also fangen wir bei den Ländern an. Ich baue das mal so ein bisschen auf. Ein Land hat er ja schon. Und wenn er jetzt hier noch eins hat und da noch eins hat und hier, so, dann hat er 1, 2, 3, 4, 5. So, und nehmen wir mal an, er spielt jetzt die Friedenstafel. Mhm.
dann und zusammen mit, hier, zusammen mit ziehen, dann kann er mit seinem Zug, den er dann macht, na, wo sind wir? Da. Mit seinem Zug, den er dann macht, das sechste Land kriegen. Mhm. Das heißt, hier schließt er eine Siegbedingung. Mhm. Das heißt, der also Sieg, die Siegbedingung, Länder sechs haben, Länder. Wenn die Friedenstaube, genau. Nachdem die Friedenstaube und die Aktion. Das ist das Wichtige. Das muss genau. sozusagen da sein nach mhm. diesem Joker-Zug. Mhm. Mhm. So, dann weiter. Die nächste Siegbedingung ist, dass du eine Anzahl von Gefolgsleuten hast, nämlich 12. Darf ganz kurz im Spiel, ich greife einmal ein, weil wir gerade bei den Ländern sind. Mhm. Da macht es eigentlich Sinn, jetzt zu den Regionen zu kommen. Mhm. Jetzt hat Sebastian eben gerade schon das Richtige gemacht. In dem Augenblick, wo ich alle Länder einer Region mhm. kontrolliere, hier gibt es eine kleine Ausnahme, hier in den bewaldeten Ländern muss immer nur eine Präsenz sein, das der Tür. Zählt nicht mit. Aber das ist die zweite Siegbedingung sozusagen, die Anzahl der Länder, aber auch jede Region, die ich unter meine Kontrolle bringe, stellt auch eine Siegbedingung. Und davon kannst du natürlich auch noch mehr haben, du kannst also zwei Regionen zum Beispiel. Im Zweispieler geht das nicht, genau. Nein, das müsste man hier machen, aber hier zum Beispiel, wenn du da eine zweite Region hast, dann hast du zwei Siegbedingungen. So, also pro Region. Zwei Siegbedingungen bedeutet, dass du zwei Siegpunkte hast. Kannst du auch Punkte nennen. Und es kann durchaus sein, dass wenn Person A den Frieden ausruft, Person B vielleicht auch schon eine Siegbedingung theoretisch hat. Es kann sogar sein, dass er zwei oder drei hat, aber wenn er den Frieden nicht selber ausgerufen hat, ja, schade. Okay. Dann. Und am Ende gewinnt aber derjenige, der die meisten Siegbedingungen hat. Nein. Wenn du das Spiel ganz zu Ende spielst und es kommt nicht zum Einsatz der Friedenstafel, dann ist es genauso, wie du sagst. Ja. Aber wenn einer, das macht es, du kannst nicht einfach auf Masse machen und sagen so, du musst auch den günstigen Moment eben erwischen. Mhm. Und dann kriegt diese letzte Phase mit dieser Friedenstafel, die kriegt ganz viel, die kriegt, das ist eine eigene Spielphase. Die kriegt eine ganz tolle neue Dimension nochmal. Das hat viel mit Bluffen zu tun, mit Poker, mit, na, wird das jetzt machen? Du kannst die anderen auch in die Leere laufen lassen. Mhm. Dann spielen die alle ihre Friedenstafeln, um dich zu verhindern, obwohl sie es eigentlich gar nicht gewinnen können, weil sie die Siegpunkte nicht haben. Okay. Und dann sagst du, ja, habe ich gar nicht gespielt. So, und jetzt habt ihr sie alle verballert, jetzt drücke ich die und ihr könnt nichts machen. Ja, sehr schön. So, also, wir haben schon Siegbedingungen. Erstens, sechs Länder. Genau. Zweitens, Regionen. Regionen. Und zwar pro Region. Pro ein Siegpunkt. Pro Region ein Siegpunkt. Regionen, nochmal zurück, sind die, die tatsächlich die gleiche Farbe haben, also die aus unterschiedlich vielen Ländern bestehen können. Die spielen ja hier im Zweierspiel nicht mit, genau. Aber nehmen wir mal an, der hat sich hier wahnsinnig ausgebreitet, ne, so. Und hier hat er vielleicht, einen drin, dann hat er hier dieses auch. Dann hat er schon zwei Siegbedingungen. Jetzt muss man ein bisschen sagen, für das Einsteigerspiel, für das allererste Einsteigerspiel, damit es auch schnell gehen kann, haben wir gesagt, falls schon gebaut, das ist nämlich in dem normalen Spiel auch eine Siegbedingung, das falsch zu bauen. Ah, okay. Genau, die geben wir schon. Mhm. Und dann brauchst du noch zwei dazu, das ist weniger. Im fortgeschrittenen Spiel musst du insgesamt vier haben, wobei du die Falls eben auch als Siegpunkt noch bauen musst. Mhm. Da kommt also unterm Strich eine weitere dazu. Okay. So, aber. Und Entwicklung war doch noch, auch, so, auch genau. noch. Genau, die Entwicklung, davon brauchst du sechs. Ja. Und zwar auf Ländern, die du kontrollierst natürlich, ne? Genau, die müssen aber nicht auf verschiedenen, sondern insgesamt sechs Entwickler. So, jetzt hat er schon fünf zum Beispiel. Ja. Jetzt könnte er, oder sie, je nachdem, wer blau spielt, mit der Siegtafel eben nicht ziehen machen, sondern entwickeln und sagen, hier, da baue ich noch eine und fertig, sechs. Mhm. So. Genau. Wir haben jetzt ganz kurz nochmal diesen Wald gestreift. Wollt ihr da kurz noch sagen, wie das mit dem was Wald überhaupt ist? Vielleicht vorher noch die letzte Siegbedingung. Genau, man kann ja auch gekämpft haben. Ja. Nehmen wir zum Beispiel jetzt noch eine Möglichkeit. Du spielst mit deiner Friedenstafel kämpfen und kämpfst hier. Mhm. Und dann kriegst du nämlich eine Trophäe, eine Siegtrophäe. Immer wenn du erfolgreich gekämpft hast. Richtig, und zwar egal an wie vielen Stellen. Du musst nur mindestens an einer Stelle, an einem Land erfolgreich gekämpft haben. So, und jetzt guckt man, wer führt. Und das ist im Moment blau. Mhm. Hat jetzt Rot, oder hier Rosa, das auch irgendwo gemacht,
dann hat wieder keiner den Siegpunkt, weil gleich auf ist. Genau. Das geht immer weiter, bis tatsächlich einer 4 hat. Dann ist egal, ob der andere auch 4 hat. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall Siegpunkt. Also wenn du 4 hast, bist du auf jeden Fall, hast du den Siegpunkt sicher. Okay. Jetzt haben wir immer noch eine Sache vergessen. Noch eine? Ja, noch eine? Ja, die Gefolgsleute, die Anzahl der Gefolgsleute. 12, genau, 12. Das haben wir eben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Okay. Genau. Hier ist nochmal interessant, dass sie egal sind, wo sie stehen. Ja. Also sie können auch, dann muss nicht auf Ländern sein, die du beherrschst. Ja, okay. Also wir haben verschiedene Siegbedingungen. Wir haben einmal kontrolliere mindestens 6 Länder. Richtig. Kontrolliere also pro Region, die du komplett kontrollierst, bekommst du einen Siegpunkt. Habe entweder häufiger gekämpft als die anderen oder mindestens 4-mal Richtig. Erfolgreich gekämpft. Also so, dass mindestens einmal du derjenige bist, der in dieser Region verblieben ist. Habe 6 Entwicklungen, egal wo. Also genau. Sie können auch teilweise in einem Land liegen. Und habe 12 und Gefolgsleute. Habe ich das schon gesagt? Ich meine 12 Gefolgsleute, hast du schon gesagt. Und die Pfalz. Die Pfalz. Die am Anfang halt gegeben ist schon, aber im fortgeschrittenen Spiel musst du die auch erstmal bauen. Und das ist die einzige obligatorische. Also die musst du auf jeden Fall haben, bevor du den Sieg verkünden kannst. Alles klar. Ja, also in diesem Spiel steckt eine Menge auch Variation drin. Ja, sehr. Und auch so ein bisschen, also ne, Anfänger geeignet, weniger Dinge drin, als wenn du das halt schon ein paar Mal gespielt hast, dann kannst du noch ein bisschen schwerer machen. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz auf den Wald zurückkommen. Der Wald, das sind ein paar Plättchen, die Waldgebiete. Genau. Wie funktionieren die? Ja, der Wald, da sind die Räuber, ne, sagt man, und das ist nicht ganz falsch. Auch das haben wir in den historischen Erläuterungen geschrieben, dass das tatsächlich herrschaftsfreie Räume waren. Ah. Also da hast du keinen Zugriff. Und zwar Wald stellt man sich heute vor, so irgendwie Forstwirtschaft oder so, nix da. Das sind Urwälder, die sind völlig undurchdringlich. Das heißt, da können sich durchaus Leute zurückziehen, also Sherwood Forest und so, das ist, Robin Hood ist gar nicht so weit weg. Das ist tatsächlich so gewesen. Und wenn Unruhe in so einem Wald aufploppt, das heißt, wenn du auf die Karten legst hier, na, jetzt haben wir das nicht legst, ne? Genau, und auf den Karten haben wir gesagt, ne, wenn man die nicht bedient hier und dann platzt das, dann kommt ja so ein graues Teil. Mhm. Und wenn das jetzt Flandern gewesen wäre und das hier raufkommt, dann streut von dort aus die Unruhe. Also hier kommt einer hin und hier kommt einer hin. Und eigentlich wäre es auch auf die Normandie gekommen, aber da kann nichts anderes hinkommen, weil die Pfalz, das ist safe. Aber alle angrenzenden Gebiete sozusagen. Alle angrenzenden Gebiete. Und das kann manchmal, also wenn du dir vorstellst, im fortgeschrittenen Spiel werden die auch variabel verteilt. Mhm. Ja, wenn hier so ein Wald liegt und dann kommt ein Wald auf Niederlothring, dann kannst du dir ja vorstellen, dass ganz schnell die Grauen also überhand nehmen. Die Waldgebiete werden am Anfang eines Spiels zufällig gewählt, es sei denn, du hast die Standard-Startaufstellung. Immer anders. Genau. Also, und manchmal liegen sie auch dicht beisammen, das kann man eben auch nicht steuern. Ja. Und du kannst aber das verhindern, indem du selber so ein bisschen am Waldrand so deine Leute aufstellst. Nein, quasi. Vor allen Dingen, dass du rechtzeitig die Einflusstafeln legst. Ja, genau, aber der Einfluss ist quasi, du legst dann halt ein Einflusssteinchen auf den Wald. Man kümmert sich. Du musst deine Tafel dafür spielen, auch rechtzeitig. Das können vielleicht auch mal die anderen machen. Ja, ist es schon semi-kooperativ ein bisschen, auch im Grundspiel. Ja. Okay. Ja, cool. Ich glaube, wir haben jetzt alles erwähnt. Es war nicht die ganze Zeit wirklich kongruent, aber wir wollten so ein bisschen erzählen, was das Spiel macht, was es wo wann macht. Strategisch ist natürlich, das hat schon so seine Tiefen. Ne? Also da gerade je nachdem, mit was für Spielern man spielt, einige sind ein bisschen aggressiver unterwegs, die sind halt sehr auf Vormarsch und breiten sich da recht schnell aus, schalten als erstes die zusätzliche Truppenbewegungstafel frei und dann ist das zack, 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 dann sind sie plötzlich überall. Ja, aber dann werden die anderen ganz schnell sagen, so geht's halt nicht. Richtig. Und das ist wieder die Balancefrage. Aber du kannst nicht
ausschließlich deine Agenda verfolgen. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich will permanent einfach nur Entwicklungen machen hat und ja, mir ist das egal. Hat er ja gemacht letztes Mal. Ist damit durchgekommen, ja, weil wir nicht drauf geachtet haben. Weil wir ihn gelassen haben. Aber dann endet es eben schnell und dann ist unsere Hoffnung, dass man sagt, gut, beim Einsteigerspiel, nun wissen wir, wie es läuft. So, vor allen Dingen, dass wir Peter nie gewinnen lassen dürfen. So. Das sei auch noch mal ganz kurz zur Zwischenwertung, zum Hoftag gesagt. Ja. Die Spielergebnisse sind eigentlich ja die ganze Zeit präsent. Absolut. Aber man guckt ist eben nicht so hin. Weil man hat sein so in der eigenen Welt ist. Genau. Und das bildet das eigentlich auch ab. Ja. Und wir wissen es gab ja keine Satellitenbilder, keine Kommunikation und so weiter. Jeder hat so für sich sozusagen. Und so ein bisschen ist das eben auch so. Also ich kann ja nochmal zusammenfassen, was mir an diesem Spiel sehr gefallen hat, ist, also zum einen, ich mag das immer ganz gerne, wenn man sich entwickeln kann. Das heißt, das kann man, indem man mehr von diesen Aktionstafeln freischaltet, sodass man mehr Optionen hat. Ich finde tatsächlich diesen sehr eingeschränkten Push-Your-Luck-Mechanismus, also man hat halt zwei Aktionen, wann kommt welche. Das ist wirklich so minimal, aber so cool auch, dass man damit spielen kann und sagen kann, okay, komm, ich lege es jetzt mal drauf an und wenn es andersrum ist, dann ist es halt so. Aber wenn es so rum ist, dann ist es halt richtig geil. Aber ich kann damit leben, wenn es andersrum ist. Das finde ich schon ganz nice, dass man das so ein bisschen ausreizen kann, wann man da was macht. Und dadurch ergeben sich auch diese großartigen Momente. Na, du denkst dir so, ach komm, ich riskiere es jetzt mal. Ich schmeiß zwei Aktionen in den Sack. Wäre schon schön, wenn die in dieser Reihenfolge kommen. Dann klappt das und dann fühlt man sich so, yes. Oder aber, was natürlich auch sein kann, ist, dass man zwei Aktionen reingelegt hat und die kommen in der falschen Reihenfolge. Dann denkt man sich, ja, gut, wer gierig ist, der muss halt auch damit klarkommen, dass das nicht immer so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Also das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde auch dieses ständige sich wandeln, dass du also wirklich ununterbrochen eigentlich vor verschiedene Herausforderungen gestellt bist, also weil mal eine Karte dazu kommst und dann müsstest du dich eigentlich da an der Seite drum kümmern, dann kommt auf einmal der Spieler und breitet sich da fürchterlich aus und denkst du so, ja, eigentlich muss ich den auch so ein bisschen hier in seine Schranken verweisen, sodass du halt permanent so denkst, so, okay, also eigentlich will ich das machen, aber dann will ich auch das machen, dann will ich das machen. Und dann willst du ja selber eigentlich auch noch an deinen Siegpunktbedingungen arbeiten und willst selber das ist schon cool. Also das hat sich sehr, sehr rund angefühlt und es geht alles sehr flott. Also das finde ich auch angenehm. Wie gesagt, 35 Minuten, gut, weil wir Peter haben. Es hätte ein bisschen länger dauern können. Üblich ist halt eine halbe Stunde pro Spieler. Ja, also ich sag mal so, wer hat noch mitgespielt? War Mippo? War Mippo? Nee. Ich weiß gar nicht, wer hat noch mitgespielt? Auf jeden Fall haben wir in dem Moment auch festgestellt, so wir müssten jetzt mal was gegen Peter unternehmen. Und wenn unsere Tafel, Mykos oder meine, vor Peters Friedenstaube aus dem Beutel gezogen worden wäre. Das ist halt der Sack der Fortuna, ne? Genau. Also wenn wir vor ihm dran gewesen wären, dann hätte er es nicht geschafft. Und auch das fand ich sehr, sehr, sehr witzig als Moment. Weil ich dachte so, ja, okay, ich mache jetzt mal was und schmeiß das dann da rein. Und dann plötzlich so, ja, aber ich bin jetzt vor dir dran und jetzt ist es vorbei. Ich so, was? Das ist ja krass. Und auch das, finde ich, ist so toll. Unfassbar innovativ. Auch. Ja, für den Spieler, der es dann eben wagt. Total. Na, die Friedenschaft reinsetzt, hat es dann gemacht, aber er wird sich ja danach los. Das heißt, er muss erstmal dafür wieder sozusagen, die kommt ja dann auf dem sozusagen zurück. Das muss wieder wenn er scheitert. Wenn er dann die Zeit hat. Ne? Genau, deswegen das haben wir noch so nicht spannend, gesagt. Weil man sie eben nicht permanent einsetzen kann. Ich habe sie einmal, ich probiere es einfach und dann, naja gut, ist nichts geworden. Nee, dann muss man wieder richtigen Anlauf nehmen, wie im echten Leben. Das haben wir noch nicht gesagt. Die Friedenstaube, wenn man scheitert, also wenn man keine Siegpunktbedingung hat, in dem Moment, wo die Friedenstaube rausgezogen und ausgeführt wird, dann kommt die Friedenstaube erstmal zurück auf die Ersatzbank und man muss sie durchentwickeln, erstmal wieder. Na, man muss sie halt so ein bisschen vorbereiten. Der Anlauf wird dann länger. Das ist so ein bisschen auch historisch wahrscheinlich. Du stellst dich da hin und sagst, ich verkünde Frieden. Und dann da hinten so, oh nee, da sind auf, das ist ein bisschen Aufruhr. warte kurz zurück. Ja, vielleicht steht halt nicht. Nächste Woche Frieden, eventuell. Wir kommen nochmal drauf zurück. Genau. So ungefähr war es wahrscheinlich. Ungefähr. Naja, du hast natürlich enorm, dahinter stehen ja immer Leute, die dich tragen. Ja. Also wir sehen immer nur die Männer an der Spitze, aber es ist ja einfach totaler Quatsch. Mhm. So, und wenn den verspricht er ja, ich bin euer Kaiser und dann geht richtig die Börse auf. Und wenn er nicht liefert,
dann sagen die auch, weißt du, Alter, da mach erst mal, ne? Wir kommen dann später wieder. Ja, so. Ja, also das ist ein historisches Fast Area Control Spiel, ist erschreckend unterhaltsam. Ja, dabei hat die Silke, die hat es wirklich hervorragend erklärt, sie hat nur das Pech gehabt, das richtig geile, das Semi-Kooperative hat sie noch nicht gespielt. Ich denke, da machen wir noch eine extra als Cliffhanger. Ich mach's mal so. Ich lasse es hier mal als ein Zeichen für das Semi-Kooperative. Ja. Jeder darf sich was dazu denken und das erklären wir dann beim nächsten Mal. Da kommen Steinchen rein. Guck mal, diese Steinchen kommen rein. Spoilern, nein! Ich seh's genau! Das ist das Einzige, was funktioniert. Das Geile ist, da hier ist ein Loch und dann kannst du auch hinten runterfallen. Ja. No way! So, ja, das ist die Gunstleiste. Ja, die ist noch ein bisschen zu schmal, aber das wäre. Yes! Und dann fällst du nämlich raus. Ja. Cool. Interessante Mechanik habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, du hast einen Stein im Brett beim Karl, aber nachher fällst du hinten runter. Ach, cool. Das sieht dann so aus, genau. Die Kunst ist halt auch irgendwann, die werden von der Seite nachgeschoben. Und ich mache das jetzt mal mit zwei Farben hier einfach. Das ist, wollen wir mal irgendwie, dass dieser Stein auch fällt. Das ist noch nicht ganz viel. Dann, seht ihr das hier so? Mhm. Genau, dann kommt das sozusagen. Der will jetzt noch die Kuppel schuld. Also auf jeden Fall, wir sind mal. Ist auf jeden Fall auch eine interessante, innovative Geschichte, aber wir erklären jetzt nicht die komplette kooperative Variante. Ihr könnt euch erstmal freuen, dass demnächst das Spiel dann irgendwie erscheinen wird. Wissen wir da schon genaueres? Das wird erscheinen. Haben wir schon ein Jahr oder ein Jahr? In diesem Jahr. In diesem Jahr? Ja. Ach, guck. Mhm. Ja, nice. Also, das heißt, die Produktion ist schon angelaufen? Nee. Vorbereitet. Ah, okay. Wie gesagt, wir haben noch kleine Sachen, die Boards sind. Genau, das muss ein bisschen breiter werden. Wir machen das erst komplett fertig und dann gucken wir mal, wie wir es verbreiten werden. Das heißt, ihr produziert in Europa? Nee. Das kriegst du in Europa. Okay. Aber wir haben es hier angefragt und die haben gesagt, ja, aber die ganzen bedruckten, schönen Scheiben, die müssen wir alle aus China holen. Ach, guck mal. Den können wir den Rest ja auch gleich mitnehmen. Ne? Und die Double-Layer-Boards sind ja nicht unbezahlbar, aber extrem teuer. Okay, alles klar. Ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass nicht irgendwelche Dinge passieren. Tja. Weil je weiter weg der Produktionsort ist, desto unwegsamer ist das Gelände, sag ich mal so, ne? Aber das hat sich auch vieles geändert. Ich weiß ja, vor anderthalb Jahren haben wir gedacht, wenn wir es in Deutschland produzieren, haben die gesagt, ja, gute Nachricht, nur noch 14 Monate Lieferzeit. Oh, wow. Ich sage, ja, habt ihr doch nicht. Wenn ich jetzt euch die Daten gebe, habe ich die nächstes Jahr zum Messen. Ja, also, jetzt geht das sehr schnell. Na, okay. Ja. Wir hätten gerne in Europa produziert, wirklich. Wir haben es auch wirklich hin und her überlegt. Wir brauchen auch deutlich mehr Produktionsstätten in Europa. Ich hoffe, da wird demnächst nochmal ein bisschen was kommen, aber ja. So, vielen Dank an Peter, Christoph und Sebastian für das Vorstellen dieses wunderschönen Spiels Karolingi. Illustriert ist es übrigens von Harald Nieske. Genau, man erkennt es vielleicht auch. So gerade so diese ganzen historischen Sachen, da ist er natürlich auch authentisch. Sehr, sehr geübt und sehr authentisch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann freuen wir uns alle auf Karolingi. Ja, danke. Tschüss.